Schön. Was? Wieso wird Gifli der Attacke ab? Weil es was kann. Ah, okay. Oh, geil. Episch. Aber es kann auch die Gasolle. Ja, gut. So, Schlitzer auf Giflor. Dann Blizzard. Sollte. Könnte kritisch werden. Einmal gibt überlebt Keipel noch. Okay. Ich hoffe, ich spiele gerade darauf an, dass Giflor wirklich stirbt daran. Jo. Volltreffer. Schade. Ah. Ach komm, schon. Mein Blizzard hat eine recht geringe Trefferchance, aber das ist echt mies. Egal, zumindest ist Veli jetzt weg. Mhm. Ich meine, ich brauche Kaffee jetzt danach nicht mehr. Einfach draufkloppen reicht. Zumal jetzt eben nicht mehr viel abgesaugt werden kann. Ja, ich bin hasslos, das ist mein Pokémon, lasst mich! Ich will auch keinen, dem man einen Tamagotchi schenken könnte. Du müsstest Ampharos raussetzen. Müsste ich das, okay. Ja, wenn das Vieh weiter Gigasauger macht, dann wirst du das nie down kriegen. Gut, mit Mandax. Aber erstmal heilen, nehme ich an. Oder? Das Ampharos, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es besser wäre, wenn man mit Ampharos jetzt erstmal echt Donnerschock gemacht hätte, einfach. Also Donnerblitz. Ja. Aber naja. Gut. Egal. Ja, Schlitzer, genau. Marschwampe? Okay. Damit hätten wir dann das wahrscheinlich. Mhm. Ja! Ich find's schön, wie es einfach so eingeht und platt wird. Mhm. So, dann haben wir das also. Schön, schön. Du synchronisierst. Was? Diese Kraft. Ganz unglaublich. Du bist besser als ich dachte. Mhm. Hat er gerade ganz schelmisch gegrinst? Ich glaub schon. Boah. Wenn wir jetzt nicht geheilt werden, ne? Whatever, whatever. Ach ja, das war ja ich. Wie hab ich denn gesprochen? Bravo! Bravissimo! Wirklich großartig! Ich denke... Ich würde ganz anders gesprochen. Egal. Ich denke, Team Krypto sollte dir einen Vertrag als Trainer für Showkämpfe anbieten. Keine Zweifel, in kürzester Zeit wärst du der absolute Topstar. Aber leider hat auch mein Großmutter seine engen Grenzen. Vor diesem Publikum wirst du den Kampf gegen mich verlieren. Und dann wirst du spüren, wie lächerlich all deine Bemühungen waren. Sein Blätterkleid und seine Haare wehen im Wind. Ich schwöre dir, wenn wir nicht geheilt werden, ne? Weil gegen dem sein Team? Ja. Nein, wir werden nicht geheilt. Doch, doch. Ah, gut.
Gut, dann haben wir schon mal eine kleine Chance. Problem ist, wenn ich es richtig sehe, ist Ariados hier ziemlich tot. Ja, okay, kann man auswechseln. Schlitzer Xajo? Boah, ich kann... Ja, Gardevoir, wenn ich ehrlich bin. Ja, Gardevoir, okay. Vor allem, ich habe jetzt gerade echt Probleme, irgendeine Strategie für die zu entwickeln. Eigentlich Ampharos wegen Xajo. Gut. War mein Gedankengang jetzt nur. Weil auf Ampharos jetzt wahrscheinlich eine Flugattacke und eine Psychoattacke eingehen wird. So mein Gedankengang. Oder zwei Psychoattacken. Ja, wohl eher zwei Psychoattacken. Komm, Volltreffer, einfach sofort weg damit. Es war ein Volltreffer, aber nein. Ja. Ach, gut. Irgendwie glaube ich, dass eine Nachtara hier geil gewesen wäre, ja. Ja, gut. Und auffallen. Nachtara hätte hier komplett glücklich sein können. Ja, Zahlwurzel war das. Diesen Namen. Ja. X-Spezial. Die Teile sind normalerweise unpraktisch. Aber wenn das jetzt kein Volltreffer wird... Nope. Die beiden Psychokinesen werden jetzt anderthalb mal so stark sein. Okay. Glaube ich. Das heißt, Ampharos wird diese nächste Runde nicht überleben, wenn Gardevoir nicht vorher stirbt. Schlitzer auf Gardevoir. Ja, klar. Und Blitz... Xajo. Xajo, okay. Na gut. Über... Ja! Weichloch. Sie jetzt sagt mir nicht, er spielt so. Frustra. Okay. Dafür? Glaub mir. Konfusstrahl kann dein größter Feind sein. Ja, ich weiß. Die. Außer wenn du es selber nutzt, dann passiert nämlich nie was. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Und weg! Darauf habe ich gesetzt. Ist super. Verwirrung eigentlich heilbar? Nur mit der Zeit. Boah. Oder mit dem Hyperheiler. Bei Reiser? Jetzt schon? Ich habe bei Reiser übrigens in jedem Spiel gehasst, weil es ist eine Wasser-Eis-Kombi, wo man irgendwie selten einen guten Gegner gegen findet. Gut, also für Wasser hätten wir Ampharos und Eis, ja, keine Ahnung. Aber erstmal Gardevoir weg, ne? Oder doch nicht? Ja, das ist jetzt... Was ist das größere Übel? Ja. Gardevoir hat natürlich verstärkten Angriff, weil Reiser ist einfach sich etwas stark. Glaub Gardevoir. Okay. Obwohl ich damit garantiert einen Fehler mache, weil dieses Reiser bestimmt Blizzard und Surfer kann, das sage ich dir einfach jetzt schon so. Wahrscheinlich. Haben wir Ampharos dann auf Reiser oder nicht? Okay. Das läuft hier noch halbwegs gut. Auch wenn Gardevoir ziemlich überdramatisch ist. Wo ist eigentlich der Sound geblieben? Ich hatte nie Sound. Nö, es gibt keine Zukunftsmusik, sobald ich gehört habe. Und tschüss. Ja. Ich würde fast sagen, Mantax. Aus, also mangels Alternativen. Naja. Es ist jetzt die Frage, ob man... Danke. Ob man jetzt direkt wieder gegen Shakira kämpfen kann, oder ob man wirklich sich wieder durch die ganzen Leute durchbetteln muss. Wahrscheinlich letzteres, du kennst Pokémon-Spiele. Ja. Aquarelle?
In der Hoffnung auf Verwirrung bei gerade war? Ja. Stimmt, Mannax war ziemlich, ziemlich schnell. Mhm. Alter, diese Spezialverteidigung. Ah, verwirrt. Okay. Ken. Was das den Gegnern immer egal ist. Donnerblitz, wow. Ja, Gardevoir ist so ein bisschen so ein Überraschungs-Pokémon. Ja. So ein bisschen die Gyarados. In der Platin-Edition habe ich Gyarados genutzt. Okay. Ja, Keifel ist irgendwie. Doch, Keifel sollte sogar gehen, ja. Ich möchte lösen. Aber. Gyarados habe ich in Platin eben genutzt und. Ja, das ist ein Flugwasser-Pokémon, ne? Was hatte dieses Pokémon in meinem Durchlauf? Drachenpuls, Feuersturm, Donner und Hydropumpe oder sowas in der Art. Okay. Also alles also querbeet. Ja. Nichts competitive, aber lief ziemlich gut gegen normale Gegner, ja? Jo. Novak. Oh, wei. Ah, Schaufler, stimmt. Da war ja was. Sofort einsetzen. Logok. Logok, okay. Und Logok ist verdammt schnell, das ist das Blöde. Weiterhin Gardevoir umbringen. Okay. Ja. Du. Wie gesagt, wenn man einen Gegner selber verwirrt, ist es immer scheißegal. Hä? Schwierig. Wähle dein Bauernopfer. Werde ich dir auch keine Tipps geben, weil die werden beide mit einem Schlag sterben von Gardevoir. Ja, ja. Genauso wie von Logok. Ist auf Flora. Das hat nur einen Heiler. Eben. Oder auch nicht. Hm, gut. Das hasse ich an diesem Spiel. Die Pokémon werden zwischendrin eingewechselt und nicht zwischen den Runden. Wie man das immer in den klassischen Spielen macht. Weil nämlich die Pokémon so lange mit ihren Attacken warten, bis an dem Platz wieder ein Pokémon sitzt. Mhm. Und das finde ich doof. Ach komm. Items. So, was nehmen wir denn noch Schönes? Antrax wieder? Am ehesten. Die Hoffnung, dass wir gerade gleich down haben. Okay. Ist nicht mehr. Oh komm. Naja. Läuft nicht ganz so gut. Mhm. Naja, immerhin. Dieses Fehlen der Musik ist so verdammt störend. Vielleicht ist es noch ein Bug. Was schade wäre, weil es bestimmt so irgendeine voll krasse Endboss-Musik ist. Mhm. Hey, Level Ups. Mhm. Was? Wirklich? Ich würde Donnerblick auch auf Logok gehen. Einfach nur, um immer ein Pokémon nacheinander loszuwerden. Okay, ich hätte jetzt geheilt, aber gut.
Achso, das, ja, das, hätte vielleicht mehr Sinn gemacht, ja. Och nö. Bitte. Komische Animation. Danke. Ja. So. Und das grande Finale. Welches? Ach, Metagross. Genau. Ich erinnere mich. Aber Stahl-Elektro, das läuft doch schon mal. Ja, Psycho. Ja, aber ich meine Elektro auf Stahl. Ich bezweifle, dass das sehr effektiv war. Ich glaube, das war nur normal effektiv. Okay. Gegen Metagross ist halt wirklich Kampf oder extrem starke Feuerattacken gut. Jo. Vor allem, weil es eben mit seinem Stahl-Psychotyp sehr viele seiner Gegner problemlos kaputt kriegt. Naja. Die Frage ist, kann ich es mir erlauben, mir das zu holen? Wie meinst du das? Ja, Metagross. Ich meine, wenn du das hättest, wäre das ein unersetzlicher Vorteil in deinem Team. Ich meine, du könntest einfach den Meisterball draufschmeißen. Ja, was haben wir sonst noch so als Alternativen für Meisterballkandidaten? Ich weiß das nicht. Okay. Gut, Stahlpsyche habe ich bisher noch nicht. Und auch sonst, das ist ein verdammt starkes Pokémon. Jo. Und wenn du es jetzt fängst, musst du nur noch mit Zirklaub kämpfen. Eben. Schmeiß ich wieder mit Ampharos, ne? Ja. Es fühlt sich irgendwie falsch an, jetzt einen Meisterball zu schmeißen. Ach, was soll's. Und jeder, der dieses Spiel kennt, wird uns jetzt wahrscheinlich umbringen. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kampf. Und denn? Du verstehst es doch, oder? Mhm. Ist ja ganz cool da. Ach, du klaust mein stärkstes Pokémon. Okay. So. Jo. Wenn ich endlich Skorgler rauspacken, weil wir gesehen haben, dass es doch übermäßig schwach ist. Ach du Heilige. Man kann es heilen, ja. Wollte gerade sagen. Weil es immer noch verwirrt ist, glaube ich. Es könnte gut sein, dass es sich noch selbst umbringt. Ja. Kraftwurzeln waren das immer noch, ja. Nein. Gut. Damit dürfte es das dann gewesen sein. Jo. Ah. Oder auch nicht. Ist aber schön. Wenn Ampharos jetzt nicht mehr verwirrt ist, genau. Zählst du die Runden, oder was? Dafür muss man Runden nicht zählen. Okay. Verwirrung geht normalerweise, was waren das? 2 bis 5 Runden? Wohl 5 Runden ist dabei unglaublich, unglaublich selten. Mhm. Wir kommen wieder beim Schlaf. Okay.